was geht ab, Freunde, Boys and Grills? Wir sind back mit Pokémon Ultra Sonne Battle Royale Lock. Falls ihr, wenn diese Folge rauskommen sollte, weil ich werde die auf jeden Fall nicht täglich releasen, diese Folgen, werde die mit Lücken releasen, irgendwie, wie es mir gefällt, wie ich Bock drauf habe. Aber falls ihr bis dahin schon irgendwie gesagt habt, ey, Overlay neu, blablabla, etc. pp. Müsst ihr diese Folge auf jeden Fall noch mit einem alten Overlay sehen und so. Und falls das niemanden stört oder falls jemand sagt, ey, das Overlay gefällt mir trotzdem, auch wenn es eher so mehr ist, dann kann ich damit auch leben. So, Ebola-Ladung. Die Ballerung ist strong. Und Tackle ist weg. Okay. Ja, dann kommen wir hier runter. Kriegen eine Zitterorb. What the fuck ist eine Zitterorb? Zitterorb. Einweg-Item. Durch das Pokémon mehrfach um Hilfe rufen, getragen, erhöht es bei Pokémon, die unter dem Einfluss bedroht stehen, die Initiative. Was? Durch das Pokémon mehrfach um Hilfe gerufen. Whatever, ich glaube, der Satz ist irrelevant. Getragen erhöht es bei Pokémon, die unter dem Einfluss bedroht stehen, die Initiative. Verstehe, okay. Hier ist es wieder eine neue Stadt, glaube ich, soweit ich weiß. Wir müssen auch dahin, ne? Ja, müssen wir. Aber ich gehe erstmal auf Tauros. Und möchte mal hier lang. Weil das ist nämlich auch neu, die Pikachu-Farm. Die gab es im originalen Spiel nicht. Ich hoffe, hier gibt es wieder Gräser oder so. Ich möchte neue Encounter fangen. Ich glaube, das sieht aus, als ob man da angeln könnte. Ich weiß aber noch nicht, ob wir eine Angel haben. Das müssen wir auf jeden Fall mal nachschauen. Da liegt ein Pokéball. Finden das Item Magnet. Pikachu. Alles. Pikachu. Alles klar, okay. Vega? Was sagst du? Willst du dich im Pikachu-Quiz versuchen und herausfinden, ob du ein Pikachu-Experte bist? Ja, ich werde eh nichts beantworten können. Und nun kommen wir auch zur ersten Frage. An welchem Körperteil erkennt man bei Pikachu, ob es ein weibliches oder männliches ist? Am Schweif. Wie nennt man den Teil von Pikachus Wangen, in dem es Elektrizität speichert? Backentaschen? Futtertasche? Ich weiß, dass es sowas wie Futtertasche gibt, aber... Ist das wirklich die Kacke links und rechts? Backentaschen? Ich glaube Futtertaschen. Ich bin mir aber ehrlich nicht sicher. Ich mache einfach mal Futtertaschen. Was wird benötigt, um ein Pikachu zu einem Raichu zu entwickeln? Ein Donnerstein. Frage Nummer 4. Wie unterscheidet sich ein schillerndes Pikachu von einem herkömmlichen? Seine Farbe ist heller, I guess. Kommen wir nun zur letzten Quizfrage. Pikachus Vorstufe in der Entwicklungsreihe ist ja bekanntlich Pichu, aber was ist der Name von Pichus Entdecker? Ich glaube Lind. Ich glaube schon Professor Eich. War ja in der ersten Generation, da gab es das ja noch nicht. Und in der zweiten Generation gab es, glaube ich, Pichu. Und Lind war, glaube ich, in der zweiten Generation. Deswegen Lind, glaube ich. Kommen wir nun zum Ergebnis, blablabla. Von 5 Fragen hast du 3 korrekt beantwortet. 2 sind falsch.
Okay, dann wahrscheinlich Futtertaschen, dann zu Backentaschen. Das, was ich am Anfang nehmen wollte, aber mir nicht sicher war. Und dann, glaube ich, blind oder so. Maybe, I don't know. Wo's? Haben wir überhaupt eine Angel? Nee, hier sind Key-Items und da haben wir keine Angel. Schade. Okay, keine Angel. Das heißt, wir gehen erstmal runter in die Stadt und dann gucken wir mal, was es noch so in der Stadt gibt. So, Pokémon alle wieder heile, alle wieder top. Was gibt es hier für Items? Ich möchte etwas kaufen. Pokébälle haben wir eh mehr als genug. Supertränke. Vielleicht noch 5 Stück. Nochmal on top. Den Rest haben wir alles max eigentlich. Nur Schutz haben wir nicht mehr viel. Davon brauchen wir nochmal so 8 Stück. Müssen wir 10 haben, warum nicht? So, ich will etwas verkaufen. Wir haben doch hier Beleber und so ein Bullshit, ne? Beleber, 2 Stück. Verkaufen wir mal beide, kriegen 2k. Top. Ja, top. Mehr will ich nicht. Tschüss. Was gibt's denn an Terms? Lichtschild, Schutzschild, okay. Sollte ich irgendwas verpassen, irgendein NPC, der uns irgendwie eine TM gibt, heimlich oder was auch immer, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir da weiterhelfen könnt, falls ich irgendwas verpasse. Hier kommen wir auf jeden Fall nicht weiter. Hier ist die Fanta auch vorhanden. Und deswegen gehen wir einfach auf Tauros und reiten zur Cowboy City, a.k.a. McCree Town. Auf dem Weg nach McCree City. Hallo, hier komme ich nicht durch. Danke. Aber ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe... Oh, da ist noch ein statischer Encounter, den wir mitnehmen. Wenn ich es aber richtig in Erinnerung habe, müssen wir, glaube ich, gleich gegen unseren Rivalen kämpfen. Hakui oder keine Ahnung mehr, wie der heißt. Hakuna Matata. Sind Elektroattacken jetzt eigentlich neutral gegen Panzer-Eron? Weil es ist ja Flugstahl. Und neutral oder effektiv? Effektiv. Okay, irgendwas spinnt gerade drum. Irgendwie haben wir hier zwischendurch manchmal harte FPS-Spikes. Ich weiß nicht warum. Ich habe auf jeden Fall den Emulator seit über einem Monat oder 2 Monate oder 3 Monate nicht geupdatet. Und vor kurzem habe ich den geupdatet, weil ich dachte, hä, mach doch einfach mal ein Update, kann auch nur besser werden. Und seitdem läuft er auf jeden Fall schlechter. Also performancemäßig ist er definitiv schlechter. Und weil ich also klug war und dachte, ey, ich brauche eh keinen Backup. Wozu? Eigentlich kann der Emulator ja nur noch besser werden, weil er in die richtige Richtung geht. Ja. Schade eigentlich. Tali, genau. Hanzo Main, by the way. Aber ja, schade, dass er von der Performance schlechter wird mit den Updates. Ist komisch. Naja, wie dem auch sei. Ich hoffe auf jeden Fall, dass demnächst irgendein Update wiederkommt. Kapuriki, ja, muss los. Okay, beruhig dich. Aber ja, was ich sagen wollte, ich hoffe, dass irgendwann ein Update kommt, was die Performance wieder boostet. Können wir es paralysieren? Weiß es nicht.
Nope. Die werden halt nicht allzu viel Schaden drücken, to be honest. Wir haben halt Feuerodem, beziehungsweise Drachenwut. Feuerodem, sag ich schon. Ah, sonst haben wir ja nichts wirklich. Doch, wir haben Bodenattacken. Ah, voll vergessen. Nice, kann uns gar nichts anhaben. Fruststampfer, gib ihn! Irgendwie ist die Performance gerade hard worse. Schade eigentlich. Lebensschelle, let's go! Im Hintergrund sind Blitze, das habe ich ja noch nie bemerkt, to be honest. Noch gar nicht! Darauf habe ich ja nie geachtet, da sind ja echt Blitze im Hintergrund. Wow. Okay. So, ich werde mal das hier wegmachen. Das hier wegmachen. Ne. Ich habe einfach mal alles beendet. Ja. Eigentlich. Mein Rechner ist way too strong eigentlich, aber man weiß nie, vielleicht harmoniert irgendein Programm nicht oder irgendein Programm hat im Hintergrund was mit dem Emulator nicht harmoniert. Irgendwie. Wow. Wir machen ja Zero Damage. Der Switch-In war auf jeden Fall hart geil. Ebula-Ladung, let's go! Och! Richtig sexy, gewone-shottet und sind wieder Full HP. Ralf erreicht 25. Bam, bam, bam. Noch ein Legendary. Registeel. Ich bleibe drinne. Wenn das macht Explosion. Machen wir Donnerschock. Wie viel Schaden macht das? Sollte eigentlich gar keinen Schaden drücken, oder? Oh, wir kriegen den Para. Macht wieder so. Oh Gott. Ah, hat halt keinen Schaden gedrückt. Unsere Ebene ist zwar gesunken, aber ist egal, wir sind trotzdem schneller wegen dem Para. Ebola-Ladung sollte wahrscheinlich Schaden anrichten. Ebola-Ladung ist so stark. So, minus 2. Trotzdem sollten wir, glaube ich, noch schneller sein. Ach, come on. Jetzt sollten wir vielleicht nicht mehr schneller sein. Sind es trotzdem noch, okay. Tributak. Maybe mal Dino. Dino muss ja auch irgendwie leveln. Und wenn ich daran denke, dass wir, bevor wir zum zweiten Totem-Pokémon kommen, unsere Pokémon auf 38 oder so boosten müssen. Weil die Totem-Pokémon das doppelte an Leveln haben, was die normalerweise hätten. Und ich glaube, das zweite Totem-Pokémon ist 20 oder 22. Das heißt, es wird entweder 40 oder 44 oder so sein. Auf jeden Fall im 40er Bereich. Was ein bisschen krass ist. Denn hier sind, glaube ich, die Pokémon auch 16, 18 oder so und wir sind schon über 20. Fast 10 Level höher. Da habe ich auf jeden Fall Mist gebaut. Ich hätte die Trainer auch einfach das Doppelte an Lebenspunkte geben sollen. Definitiv. Ne, ich bleib einfach drin, scheiß drauf.
Voltilam. Ja, machen wir, obwohl, oh, ich bin so dumm, wir sind jetzt paralysiert. Wow, gewone-shottet. Okay, ja, gemeint. Im Kano bleiben wir drin. Aber jetzt haben wir gar keine, Dingens. Never mind. Ich wollte es gerade ansprechen, jetzt haben wir keine Frame-Drops mehr, beziehungsweise Lag-Spikes, Frame-Spikes. Und dann kommt direkt sowas. Never mind. Gib ihm noch ein Biss. So. Wow, das war ein guter Kampf. Mein Marikek und die anderen hatten auf jeden Fall eine Menge Spaß. Und darauf kommt es doch schließlich an. Kek? Kek? Hier, Mimsy, das ist für dich. Angriff plus. Ja, muss los. Item wegwerfen. Das Herrscher-Pokémon hat eine ziemlich widerstandsfähige Aura, stimmt's? Bei anderen Herrscher-Pokémon ist das bestimmt auch so. Aber mit dem Angriff plus erzählen die Attacken mal. Okay, halt's Maul. Gut, dann sind wir jetzt in Mekri-Town und hier ist direkt wieder Team Skull. Ey, Mann! Obwohl, nein, die habe ich so eine Asi-Stimme gegeben. Ey, zurück schon, das Silber-Kronkorn raus. Na, ich kann's, glaube ich, gar nicht mehr. Oder? Ich weiß gar nicht. Und zwar deine Haar. Ach, der Scheiß heraus, Mann! Ach, das war der Axt, den ich gemacht habe. Ach, was kannst du so? Damit kann es doch eh nichts anfangen. Bei uns ist das Item in besseren Händen, Mann. Kommst du gerufen? Sei so gut und hilf mir mit dem armen Pokémon, bitte, ja? Ja, komm, deleten wir die einfach mal eben schnell. Was willst du? Soll ich da mal eben die Nase polieren? Immer ein Rüpel. Und irgendwer. Trigometri. Das Pokémon, das uns in Omega Rubin, glaube ich, zwei oder dreimal nacheinander gefreezed hat. Sehr schön. So will man das doch sehen, oder? Ibula-Ladung. Macht kein Damage. Trotzdem, let's go. Und macht wieder viel zu viel Damage, weil es ein Crit war. Ibula-Ladung. Beste Attacke. Ich darf nie wieder sagen, Ibula-Ladung macht keinen Schaden. Denn Ebola-Ladung destroyed einfach Welten. Die Attacke ist way too strong. Kann dieses Pokémon überhaupt irgendwas? Tackle ist einfach weg. Delete es, come on. Komm. Ja. Nummer 1 deleted. Das ist alles deine Schuld, Mann. Plus, weil du diese ätzende Seite mal schon mal wachsen lassen hast. Das nächste Mal hast du weniger Glück, darauf kannst du Griff nehmen. Zialetta, Alligator. Ein Glück, jetzt ist alles wieder in Ordnung. Wenn wir jetzt Vulpix Alola geschenkt bekommen würden, wäre voll geil, aber sowas passiert nicht. Sad News, Mann. Ich würde mich sehr freuen, wenn du auch morgen wieder vorbeischauen würdest. Nein. Aha, Sticker. Irgendwas über die Dende gelabert. Irgendetwas über die Dende. Dann hat er gesagt, Bruder, muss los. Aus wie diese Magma-Hütte. Hallo? Je nach gewünschten Garpunkt setzt Magma Flammenwurf, Feuersturm oder Glut ein und brät alles, was man ihm vorsetzt, auf den Punkt. Kochen war nie leichter. Dicker. Oh, Mülleimer, da ist hier nichts drin, safe. Man kann die Mülleimer nicht mal mehr ansprechen. Richtig sad.
Sticker. Gut, ist das hier ein Balkon? No, hier ist ein Schwischerzimmer. Mein Nasio. Wie viele Magma hat diese Alte? Holy shit, Mann. Bruder, muss los. Hier gibt's, glaube ich, aber nichts mehr zu erkunden. Scheint so. Okay, nee, hier ist nichts mehr. Gut. Dann machen wir hier auch wieder einen Cut. Die Folge geht wieder 21 Minuten knapp. Reicht auf jeden Fall. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, Supports können wir, Leute. Und ja, wenn ihr neu auf dem Kanal seid, würde ich mich riesig über ein Abo freuen, wenn ihr mehr sehen möchtet. Ansonsten irgendwas in die Kommentare, konstruktive Kritik, Vorschläge, keine Spoiler, irgendwo, wo ich was verpasst habe, irgendwelche TMs, Blablabla etc. pp. Gerne gesehen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns einfach im nächsten Video wieder. Wenn es heißt Pokémon Ultrasonne Battle Royale Lock oder Pokémon Heart Gold, hoffentlich demnächst irgendwann. Also, ich bin raus. Macht's gut. Peace.